dear. Heute um 18.05 Uhr. So landete sie in New Mexico, die Raumfähre Columbia. Nach fast genau 8 Tagen mit 21 Stunden Verspätung allerdings, nicht wegen Komplikationen im All, sondern wegen Sandstürmen auf der Erde. Willkommen zu Hause war gute Arbeit, sagt das Kontrollzentrum. Um 18.41 Uhr haben die Astronauten Loosma und Fullerton wieder festen Boden unter den Füßen. Willkommen zum Heute-Journal. Ein großer Erfolg für die Vereinigten Staaten. Ob man das von einem anderen Ereignis des Tages auch sagen kann, das muss zur Stunde bezweifelt werden. El Salvador hat gewählt. Die Amerikaner haben diese Wahlen gewollt. Was dabei herauszukommen scheint, aber können sie nicht gewünscht haben. Die Christdemokraten unter der Führung des bisherigen Präsidenten José Napoleón Duarte, sie haben zwar die meisten Stimmen erhalten, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Das nutzen jetzt andere, die 5 Parteien der äußersten Rechten. Sie machen sich auf, die Macht zu übernehmen. Für Mittelamerika, für die USA, vielleicht für die Welt eine verhängnisvolle Entwicklung. Unsere Korrespondenten berichten und kommentieren. Der Verlierer der Wahlen in El Salvador wird nach dem bisherigen Stand Napoleón Duarte sein, Christdemokrat und bislang Präsident des Landes. Sieger, aber keineswegs Gewinner, ist vermutlich der ehemalige Major der Nationalgarde Roberto Dabuisson, Führer der rechtsradikalen Partei Arena. Denn er hat mit allen übrigen Rechtsparteien und Gruppierungen eine Union gebildet, um so in der verfassunggebenden Versammlung die Mehrheit hinter sich zu bringen. Das Volk hat die Wahl gewonnen, hat er bereits erklärt. Die Wahlergebnisse machen uns stolz auf die Salvadorianer und die Tatsache, dass so viele gewählt haben. In Wahrheit hat der Ex-Major der Nationalgarde mit den Problemen der Salvadorianer nichts im Sinn. Armut hält er für eine Folge von Faulheit. Und die Armee ist seines Erachtens zu lasch im Umgang mit der Guerilla und mit den Kommunisten. Über den Mord an Erzbischof Romero im März 1980 zeigte er sich hoch erfreut. Seine Verbindungen zu den rechtsradikalen Todeskommandos hat er nie geleugnet. Mit dem Christdemokraten Duarte will der Major auf keinen Fall zusammenarbeiten. Frage an Napoleón Duarte, ob seine Regierung dem Ende entgegengeht und der Rechten Platz machen muss. Ja, so Duarte, sie könnten. Wenn die Rechten die Mehrheit in der verfassunggebenden Versammlung bekommen, müssen wir Platz machen. Mindestens bis zur Präsidentenwahl. Und bis dahin können sie Einfluss nehmen auf die Entwicklung des Landes. Sie können die eingeleiteten Reformen durch Gesetzesänderungen rückgängig machen. Das ist eine echte Gefahr. José Napoleón Duarte ist in diesem Augenblick ein einsamer Mann. Immer noch Präsident der amtierenden Junta, aber nicht einmal mehr zum Lunch eingeladen, wenn US-Botschafter hinten die führenden Politiker aller Parteien zu ersten Gesprächen versammelt. Die Rechte in San Salvador tanzt auf den Straßen. Bei den noch regierenden Christdemokraten beantwortet nicht einmal eine Sekretärin das Telefon. Hier in El Salvador wird nur noch über 2 Möglichkeiten nachgedacht. Entweder regiert die extreme Rechte alleine, was sie nach den Ergebnissen ohne weiteres kann, oder es kommt, unter sanftem Druck der Amerikaner vielleicht, eine Allparteienkoalition zustande. Dann aber ohne Duarte. Das ist der Preis. Und die Linke, heute schien Ruhe zu herrschen im Lande. Vielleicht denkt man auch dort über die Ergebnisse nach, vor allem über die hohe Wahlbeteiligung, die von vielen als Plebiszit für den Frieden verstanden wird. Einen Frieden, der durch den Ruck nach rechts in noch weitere Ferne gerückt ist. Die massive Wahlbeteiligung in El Salvador wird hier als Erfolg amerikanischer Außenpolitik gefeiert. Die Tendenzwende von links nach rechts bei diesen Wahlen bringt amerikanische Politik jedoch in arge Verlegenheit. Mit rechten Diktatoren hatten die USA nämlich überall in der Nachbarschaft ja nur Pech. Gerade ist ihnen ein Putsch in Guatemala daneben geraten.
in Kuba, auf Grenada und in Nicaragua haben US-gestützte Gewaltherrscher Revolutionen erst recht herausgefordert und moralisch begründet. Dies Spielchen muss sich in El Salvador allerdings nicht wiederholen, denn im amerikanischen Volk und damit auch im Kongress sind Risikobewusstsein und Abscheu viel zu stark, um sich wieder mal mit rechten Freibeutern einzulassen. Die amerikanische Regierung hat zudem ihre Unterstützung schon länger abhängig gemacht von Reformen im Land, sowie seit kurzem von Verhandlungen zwischen den kämpfenden Parteien in El Salvador. Amerikanische Politik kann zwar durch die Entwicklung in diesem mittelamerikanischen Zwergstaat in arge Verlegenheit gebracht werden, aber diesmal zunächst nicht aus dem Konzept. Mittelamerika, Europa. Heute ist in Brüssel die Gipfelkonferenz der europäischen Staaten zu Ende gegangen. Und zum ersten Mal ist in dem Kommuniqué auch von Mittelamerika die Rede. Besorgnis wird da formuliert und die Bereitschaft, den Ländern dort mehr als bisher zu helfen. Zum 25. Jahrestag der Europäischen Gemeinschaft war sonst wenig von dem Geist und dem Schwung der Gründerjahre zu spüren. Gewiss, man versprach einander, etwas für die Entwicklung der Wirtschaft zu tun und etwas gegen die Arbeitslosigkeit, zumal die der Jugend. Wie das im Einzelnen geschehen soll, das freilich bleibt jedem Land selbst überlassen. Zu unterschiedlich ist die Wirtschaftspolitik in den einzelnen Ländern, zu gering auch der Wille, den Karren wieder gemeinsam flott zu machen. Die Europäische Gemeinschaft, sie hat bessere Zeiten erlebt. Eine Nachricht aus Deutschland hat das heute besonders deutlich gemacht. Walter Hallstein ist gestorben, Professor, CDU-Politiker, einer der Väter der Europäischen Gemeinschaft. Die Nachricht von seinem Tode erreichte die Regierungschefs in Brüssel heute Vormittag. 80 Jahre alt ist er geworden. Als er für die Einigung Europas kämpfte, zunächst als Staatssekretär im Bundeskanzleramt Konrad Adenauers, dann von 1958 bis 1967 als Präsident der Europäischen Gemeinschaft, da war Europa noch die Idee und der Wunsch von vielen. Sein Hallstein-Plan zum Aufbau der EWG, er war nicht so bekannt, aber fruchtbarer als die sogenannte Hallstein-Doktrin, jene Regel aus der Zeit des Kalten Krieges, nach der die Bundesrepublik keine diplomatischen Beziehungen zu Ländern unterhalten sollte, die auch Beziehungen zur DDR hatten. Über den Ostpolitiker Hallstein ist die Zeit hinweggegangen. An dem Westpolitiker Hallstein kann auch heute noch gemessen werden, wie weit Europa es eigentlich gebracht hat. Am letzten Tag der Brüsseler Konferenz Fragen von Gustav Trampe an den Bundeskanzler. Herr Bundeskanzler Walter Hallstein, der heute verstorbene erste Präsident der EWG-Kommission, ragte als einer der letzten Gründerväter in die Gegenwart. Geht mit ihm auch eine Epoche in Europa zu Ende? Stehen wir an einer Wende? Nein, so würde ich das nicht sagen, Herr Trampe. Herr Hallstein ist ja schon seit langer Zeit aus der aktiven Politik in Europa ausgeschieden, aber Sie haben recht, er gehört zu den Gründungsvätern, ebenso wie vor ihm Robert Schumann, Jean Monnet und andere. Die ursprüngliche Initiative kam ja von Frankreich. Und sich heute an die Rolle Hallsteins zu erinnern, führt natürlich dazu, dass man sich auch erinnert an den großen, in den Zukunftszielen weitreichenden Idealismus, mit dem damals in den 50er Jahren der europäische Zusammenschlussgedanke verfolgt worden ist. Es hatte auch damals schon einen schweren Rückschlag gegeben. Man hatte ja anfangs der 50er Jahre an eine europäische Verteidigungsgemeinschaft gedacht, die dann nicht zustande kam wegen französischen Einspruchs. Ich glaube, dass die gegenwärtige Weltwirtschaftskrise, die Amerika, Kanada, die Sowjetunion, Osteuropa, Westeuropa alle in ihren Bann gezogen hat, dass die wenig dazu angetan ist, nun einen großen Gedankenhöhenfluch über die Zukunft der Europäischen Gemeinschaft und neue Leistungen auszulösen. Im Augenblick muss man aufpassen, dass die Gemeinschaft unter dem Druck der Wirtschaftskrise nicht Schaden leidet, dass die gegensätzlichen Interessen, die sich jetzt verstärken der einzelnen Staaten, nicht die Funktionstüchtigkeit der Gemeinschaft beschädigen. Im Gegenteil, man muss sehen, ob die Gemeinschaft mit ihren Institutionen nicht helfen kann, den einzelnen Staaten ihre Schwierigkeiten zu überwinden. Und ich glaube, sie kann helfen. Aber selbst in dieser schwierigen Zeit der Weltwirtschaftskrise haben wir das europäische Währungssystem neu geschaffen mit festen Wechselkursen. In den frühen 30er Jahren haben die Länder versucht, sich gegenseitig durch Abwertung ihrer Währung
den Rang abzulaufen. Ich habe sehr davor gewarnt gestern, dass wir uns zu ähnlichen Schritten heute nicht verleiten lassen dürfen. Die Bundesrepublik Deutschland jedenfalls ist tendenziell eher zu Aufwertung geneigt und als zu Abwertung. Sie haben verschiedentlich die Meinung geäußert, dass die EPZ, die europäische politische Zusammenarbeit, am besten funktioniert. Und in der Tat haben Sie... Ich stimme Ihnen zu. In der Tat haben Sie auch auf diesem Gipfel wieder gemeinsame außenpolitische Positionen formuliert zu Nahost, zu Mittelamerika, zu Polen und dergleichen. Und trotzdem gewinnt Europa eigentlich keinen wirklichen Einfluss auf die Weltpolitik. Woran liegt dies? Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Wenn Sie sich manche amerikanische Debatten des Monats Dezember oder des Monats Januar anschauen, insbesondere Personen außerhalb der amerikanischen Bundesregierung führten ja Reden, als ob nichts wichtiger sei, als einen Handelskrieg mit der Sowjetunion anzufangen. Inzwischen kann jedermann sehen, dass wir Europäer gemeinsam dafür gesorgt haben, dass dies nicht stattfindet. Ich glaube, dass es ein größeres Maß an politischer Übereinstimmung gibt, auch in Bezug auf Polen, Afghanistan und die daraus ziehenden Schlussfolgerungen, auch in Bezug auf Zentralamerika, als es aus den Schlagzeilen der Tagespresse entnommen werden kann. Und hier der Nachrichtenüberblick im Heute-Journal. Bonn. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Wörner, hat einen verstärkten Ausbau der konventionellen Verteidigung verlangt. Vor Journalisten erklärte er, dadurch könne der Einsatz atomarer Gefechtswaffen hinausgezögert werden. Wörner begründete eine große Anfrage der Opposition zur Außen- und Sicherheitspolitik. Bonn. Die Freien Demokraten wollen 3 Beobachter zum Parteitag der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands in die DDR schicken. Der Parteitag findet im April statt. Nach Weimar fahren der FDP-Geschäftsführer, der Parteisprecher und der persönliche Referent von Fraktionschef Mischnick. Mundelsheim, Baden-Württemberg. In diesem Fachwerkhaus sind bei einem Brand 3 Kinder ums Leben gekommen. Das Gebäude, in dem sich auch eine Gaststätte befindet, diente 60 Ausländern als Wohnheim. Als das Feuer ausbrach, waren nur wenige Bewohner zu Hause. Die Staatsanwaltschaft schließt Brandstiftung nicht aus. Berlin. Der Publizist Fritz Eberhardt ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Eberhardt, in Dresden geboren, war 1938 nach Großbritannien emigriert. Nach dem Krieg arbeitete Eberhardt als Mitglied des Parlamentarischen Rates am Grundgesetz der Bundesrepublik und wurde danach erster Intendant des Süddeutschen Rundfunks. 1961 begann er seine letzte Karriere als Hochschullehrer an der Freien Universität Berlin. München. Der Komponist und Musikpädagoge Karl Orff ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren in einer Münchner Klinik. Orff gehört zu den bedeutendsten Vertretern der zeitgenössischen Musik in Deutschland. Er lebte zuletzt zurückgezogen am Ammersee. 86 Jahre älter als dieses Jahrhundert. Orffs erste Kompositionen entstanden vor dem Ersten Weltkrieg. Anfang der 30er Jahre schuf er das berühmte Schulwerk für den Musikunterricht. Und noch vor dem Zweiten Weltkrieg gelang ihm mit den Carmina Burana eines der wichtigsten Werke der modernen Musikbühne. Es war eine Komposition nach mittelalterlichen Texten. Später griff er noch weiter zurück auf antike Tragödien. Das Wichtigste, was ich getan habe, so sagte er einmal, ich habe die Musik wieder mit der Sprache versöhnt und mehr noch, Musik ist für mich die Musik der Griechen als Einheit von Klang, Sprache und Bewegung. Sehen Sie einen kurzen Ausschnitt aus dem Jahre 1965 mit der Sängerin Irmgard Stadler, die Probe am Klavier für seine antike Tragödie Antigone. War schon ganz gut, dieser Grabgesang der Antigone, also dieser, ich möchte sagen, wahrhaft königliche Gesang, das Herzstück, wo die Antigone ganz bewusst freiwillig das Opfer auf sich nimmt.
Sie gehen nicht gefesselt in die Grabkammer, wie sie sagt, sondern freiwillig. Es, dieses Gong, dieses reißt die schwarze Nacht auf. Und dann in einer allumfassenden, großen Geste und Gebärde der Abschied von allem, was Antigone, eine Königstochter, einmal gehabt hat, ist in der großen Tonumfang gegeben. Oh, Grab, du Brautbett, nicht? Also, oh Grab, du Brautbett, es ist so wichtig. Sie sagt nicht, oh Grab, was weiß ich, wo ich drin vermuten werde, sondern du Brautbett, es ist völlig kultisch. Es ist die Vermählung mit dem Tod. Und so ist dieser ganze Grabgang rein kultisch zu verstehen. Nicht traurig, sondern ekstatisch. Und das ist eben der Sinn der Tragödie. Der Sinn ist nur aus dem Wort zu erschließen. Und die Musik steigert das Wort. Der Rhythmus formt die Gestik. Form die Gebärde. Und das ist der Stil, den wir für eine Tragödie brauchen. Karl Off. Seine Carmina Burana werden im ZDF am Donnerstag um 22.05 Uhr noch einmal zu sehen sein. In der vergangenen Nacht sind in Hollywood die Oscars verliehen, oder sagt man bei der großen Zahl besser, verteilt worden. Selten haben so viele Filme einen dieser vergoldeten halbnackten Männer abbekommen. Ralf Mieritz stellt drei der preisgekrönten Filme vor. Alle drei, und das ist bemerkenswert, Bearbeitungen von Werken der Literatur. Hollywood wie in seinen besten Zeiten. Kein Protest draußen, keine Demonstrationen und auch drinnen kein Protest gegen die Entscheidungen der amerikanischen Filmakademie. Zwei Preisträger konnten ihren Oscar nicht persönlich in Empfang nehmen. Ausgerechnet die besten Hauptdarsteller. Jane Fonda vertrat ihren erkrankten Vater Henry. Nach 80 Filmen erhielt er erstmals den kleinen goldenen Mann für eine Rolle. Henry Fondas Partnerin Catherine Hepburn wurde als beste weibliche Hauptdarstellerin wieder einmal ausgezeichnet. Die große alte Dame des amerikanischen Films ist nach Oscars gerechnet die erfolgreichste Schauspielerin Hollywoods. Vier hat sie jetzt in ihrer Sammlung. Während der Preisverleihung stand sie allerdings in New York auf der Bühne. Am Goldenen See heißt der Film, in dem die beiden ein altes Ehepaar spielen. In der Furcht vor dem nahen Tod haben sie sich an einen See zurückgezogen, doch die Familie und damit das Leben bricht in die Idylle ein. Streit, der sonst das Verhältnis von Vater und Tochter bestimmte, Henry Fonda und seine Tochter Jane, weicht heiter gelassener Freude und neuer Lebensbejahung. Ein dritter Oscar ging an den Drehbuchautor. Reds, die Roten, erhielt ebenfalls drei Auszeichnungen. Warren Beatty, Hollywoods zorniger und nicht mehr ganz so junger Mann, hat ihn gemacht. Die Titelmelodie ist Programmmusik, die Internationale, die Hymne der kommunistischen Weltbewegung. Der Film ist die Geschichte des amerikanischen Journalisten John Reed. Er nahm an der russischen Oktoberrevolution teil, schrieb darüber ein Buch und wurde später in der Kremlmauer beigesetzt. Reed gehörte zur fast vergessenen sozialistischen Arbeiterbewegung in Amerika der Jahrhundertwende, ein für Hollywood provozierendes Thema. Warren Beatty erhielt den Oscar für seine erste Filmregie. Er ist auch sein eigener Hauptdarsteller. Und er produzierte das 34-Millionen-Dollar-Spektakel selbst. Eine Mischung aus Vom Winde verweht und Dr. Zhivago. Sein Film durfte ähnlich erfolgreich werden. Nach wenigen Monaten schon hat der Streifen, der ausgerechnet im Weißen Haus Premiere hatte, seine Kosten allein in Amerika fast eingespielt. Die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Was ist mit die Prämierung des in der Bundesrepublik hergestellten Films Mephisto als bester fremdsprachiger Film war eine Überraschung.
Mephisto geht auf den gleichnamigen Schlüsselroman von Klaus Mann zurück. Er beschreibt den Aufstieg des ehrgeizigen Theaterschauspielers Hendrik Höfken. Erst ein linker, fast provinzieller Publikumsliebling, dann Kontakte mit den Nationalsozialisten, am Ende das kulturelle Aushängeschild des Dritten Reichs. Der Film Mephisto konnte sich gegen eine ungewöhnlich starke Konkurrenz anderer nicht-amerikanischer Filme durchsetzen. Für den Schauspieler Klaus-Maria Brandauer kann er auch die Eintrittskarte nach Hollywood sein. Wir sind stolz. Ja, wir sind stolz und froh, dieses Fest in diesem Hause heute mit Ihnen begehen zu können. Das Wetter zum Schluss. Im Süden ist es morgen stark bewölkt, südlich der Donau regnet es. Im Norden zunehmend heiter, die Temperaturen zwischen 5 und 11 Grad Celsius. Das war's vom Heute-Journal. Letzte Meldungen im ZDF um Mitternacht. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Herrschaften, aufgepasst. Noch 2 Tage, dann gibt's Teleillustrierte. Verehrte Zuschauer, zur Zeit der Herbst- und Winterstürme ging Lothar Günther Buchheim, Schriftsteller, Sammler und Seemann aus Neigung, auf große Fahrt mit der Gorch Fock, dem Segelschulschiff der Bundesmarine. Seine Reportage beschreibt eine Reise von Kiel durch die Biskaya bis zum südspanischen Hafen Cadiz. Und sie zeigt auch, unter welchen Schwierigkeiten die Aufnahmen von Kameramann Axel Mewis zustande kamen.